Wir nahmen Proben von Ziegen. Wir nahmen Proben von Schafen. Wir haben Proben von Papayas genommen. Wir haben sogar Proben von Motoröl genommen. Und wir nahmen Proben von unterschiedlichen Dingen und wir brachten diese Proben in ein Labor, ohne dass sie wussten, was sie testen. Wir haben den Proben sogar Namen gegeben, so zum Beispiel der Probe des Motoröls, die wir Yavil Hamza, 30 Jahre alt, männlich nannten. Die Ergebnisse kamen negativ zurück. Als wir Proben einer Jackfrucht nahmen, nannten wir sie Sarah Samuel, 45 Jahre alt, weiblich. Die Ergebnisse kamen als uneindeutig zurück. Die Proben einer Papaya nannten wir Elisabeth Arne, 26 Jahre, weiblich. Die Testergebnisse der Papaya kamen als positiv zurück. Die Papaya hat also Corona. Das bedeutet, die Flüssigkeit aus der Papaya ist Corona-positiv. Wir nahmen Proben einer Vogelart namens Quare. Die Ergebnisse kamen positiv zurück. Wir nahmen Proben von einem Kaninchen. Die Ergebnisse kamen als unbestimmt zurück. Wir nahmen Proben von einer Ziege und die Ergebnisse kamen positiv zurück. Wir nahmen Proben eines Schafes, welche negativ zurückkamen, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Und wenn man das jetzt sieht, man hat also die Proben genommen und sagt, sie seien menschlich, und die Ergebnisse kommen positiv zurück, dass sie Corona haben, das bedeutet wohl, dass sich alle Papayas ebenfalls in Isolation befinden sollten. Und wenn man die Ziegenproben nimmt, und die sind auch positiv, dann bedeutet das wohl, dass wir alle Ziegen, die wir vermutlich haben, oder vielleicht die Ziege, von der die Probe genommen wurde, sich ebenfalls in Isolation, also Quarantäne, befinden müsste. Und wenn man die Jackfrucht nimmt und sie ist ebenfalls positiv, also die Flüssigkeit der Jackfrucht, die wir Elisabeth nannten, dann bedeutet das, dass Elisabeth die Jackfrucht sich ebenfalls in Quarantäne befinden sollte. Also, wenn dir sowas wie das hier auffällt, dann solltest du wissen, dass ein dreckiges Spiel mit diesen Tests gespielt wird, dass da unglaubliche Dinge in diesem Land vorgehen. Entweder die Laborangestellten wurden von Leuten mit Geld gekauft, oder sie sind nicht gut ausgebildet, was nicht stimmt, weil das Labor für alle Krankheiten genutzt wird. Oder die Proben, die wir brachten, waren kontaminiert, denn sogar die Reagenzgläser sind importiert und sogar die Swamps, das ist leider nicht übersetzbar, sind importiert. Also, es ist ein Muss, dass aktuell irgendwas vor sich geht. Jetzt sind sogar schon die Papaya-Proben Corona-positiv. So, wer sollte wirklich etwas Großes unternehmen gegen diese Dinge? Und sogar Ziegen haben Corona. Und wenn sie noch nicht realisiert haben, dass Corona Menschen und Ziegen betrifft, und es betrifft sogar Bäume, Wissenschaftler haben noch keine Nachforschung in diesem Zusammenhang gemacht. Es müssen Leute da sein, denen gesagt wurde, sie seien positiv, während sie gar nicht wirklich Corona-Patienten sind. Einige könnten sogar durch die Sorge sterben. Die Papaya, da ist sie. Sie ist nicht tot. Sie wird gerade reif. Die Ziege ist ebenfalls noch da. Sie ist nicht tot. Die Jackfrucht ist auch da. Vielleicht verrottet sie, wenn ihre Zeit gekommen ist, aber all das ist normal und eine andere Sache. Hier ist mein Rat an alle Tansania. Sorgt euch nicht. Und für die, die nicht müde, das soll vermutlich alt bedeuten, die nicht alt sind oder sonst wie verletzt, warum solltet ihr euch sorgen? Die Grippe war schon immer da. Dies ist bloß ein weiterer Vorstoß. Auch das geht vorbei. Aber mit dem Problem herausgefunden zu haben, dass sogar Papayas Corona haben, es ist in der Papaya, nicht an ihrer Schale. Weil, wenn die Proben von der äußeren Hülle genommen worden wären, würden sie gesagt haben, dass jemand, der sie anfasste, Corona hatte. Aber sie nahmen die Proben nach korrekten Vorgaben.
Sie führten The Swap, das kann ich hier nicht übersetzen, heißt eigentlich Wechsel, aber das ergibt hier keinen Sinn, in die Papaya ein. Sie könnten sagen, irgendjemand war in der Ziege und hat ihr Corona verpasst. Aber dass eine Ziege überhaupt Corona haben kann, oder dass eine Jackfrucht Corona haben kann, dass eine Papaya Corona haben kann, ein Vogel wie der Kaware Corona haben kann. Das sind ein paar Fragen, die wir uns selbst stellen müssen. Wir als Tansania, aber ebenso die ganze Welt und Afrika insgesamt. Wir müssen uns selbst nach der Problematik mit diesem Virus fragen. Da muss irgendwas sein, was von uns Tansaniern und der Wissenschaftsgemeinschaft nicht verstanden wird. Und es könnte von der gesamten Welt nicht richtig verstanden werden. Aber mein Rat an all jene, die wissenschaftliche Geräte benutzen, speziell in Afrika. Nehmt Proben von unterschiedlichen Tieren. Nehmt Proben von allem, selbst einer Mauer oder einer Eidechse. Nehmt eine Probe von allem. Sie, die Wissenschaftler, werden bestätigen, was ich sagte. Ich bitte die Tansania dringlichst. Wir sind immer noch in einer einfachen Stufe. Lasst uns nicht in Panik verfallen. Lasst uns weiterhin hart arbeiten. Wir sollten uns gegenseitig keine Furcht aufdrücken. Und Politiker sollten aufhören, das als eine Agenda zu nutzen. Deutsche, lasst uns stark bleiben, vereint. Wir sollten uns nicht voreinander fürchten. Wir sollten uns gegenseitig helfen und so das Problem gemeinsam lösen.